Ich bin Rudi Walter, der Head Coach des Camps. Man muss erstmal sagen, das ist ein echtes Basiscamp, so wie wir es auch ausgeschrieben haben. Es sind viele Kinder da, die erst anfangen mit dem Basketballspielen. Deshalb sind wir sehr, sehr vorsichtig und haben uns ganz kleine Schritte überlegt, um den Kindern ein Minimum an Technik und an Teamtaktik in dieser Woche beizubringen. Von der Technik haben wir uns ausgesucht, dass die Kinder nach einer Woche unbedingt einen Korbleger können und vom Werfen weiterhin auch noch in der Lage sind, mindestens die Grundbewegung, den Positionswurf aus dem Stand zu beherrschen. Weiterhin ist es wichtig, dass Jungs und Mädchen, die jetzt anfangen, wissen, wie spiele ich 1 gegen 1, damit die das auch auf dem Freiplatz, auf der Straße, in der Halle umsetzen können. Ein weiteres Ziel ist die korrekte Fußarbeit. Wir lernen Abstoppen, Sternschritt, wir lernen Verteidigungsfußarbeit. Und das vierte Ziel im Bereich der Technik, dass die Kinder in der Lage sind, den Ball nicht nur zu dribbeln, sondern auch zu passen. Das Highlight in dieser Woche war mit Sicherheit der Besuch von Pascal Roller. Die Kinder haben ihn eine Stunde ausgequetscht, wie man so gut wird. Die haben ihn ausgequetscht, wie man das machen muss, dass man so weit nach oben kommt. Die Belastung ist für alle Spieler und Spielerinnen relativ hoch, weil kein Kind gewohnt ist, den ganzen Tag Basketball zu spielen. Deshalb legen wir Wert drauf, dass in der Ernährung möglichst viel an Kohlenhydraten vorkommt. Und das haben wir hier immer, entweder Kartoffeln oder Kartoffelbrei oder Nudeln oder Spätzle oder Reis. Das ist die Grundlage. Daneben gibt es Obst und Gemüse. Hallo zusammen, mein Name ist Shakir Motozani. Ich bin hier beim Fraport Skyliner Camp, Trainer für die Kids. Ich habe meine Trainingsgruppe, die ich leite, das sind 8 Kids. Und mit denen habe ich täglich verschiedene Stationen, verschiedene Übungseinheiten, eine halbe Stunde durchzuführen. Und das Wichtigste ist, die Kids sind motiviert an und haben Spaß an der ganzen Sache. Die Kinder sollen mit nach Hause nehmen, wie sie werfen können, wie sie passen, fangen können, wie sie verteidigen können und dass sie an der ganzen Sache Spaß haben und weiter an sich hart arbeiten. Hallo, ich bin der Tim, ich bin 12 Jahre alt und bin hier zum ersten Mal im Fraport Skyliner Camp. Ja, das ist ganz cool. Man lernt alles ganz genau, also Perfektion halt. Ich würde gerne in die NBA. Besser Körbe zuwerfen und 1 gegen 1. Also ich habe so ziemlich alles wahrgenommen, was die Trainer zu mir gesagt haben. Die Teams werden immer gerecht eingeteilt und es macht halt einfach viel Spaß. Ich werde mir alles merken. Besonders gut finde ich, dass es so viele nette Trainer gibt und die auch wirklich sehr gut im Basketball sind.